Ich habe hier ein ganz tolles Buch, was ich euch vorstellen möchte. Das habe ich mit großer Begeisterung und mit großer Spannung gelesen. Es ist von Doris Knecht, Die Nachricht. Das ist kein Krimi, aber man verschlingt das, als wäre es ein Krimi. Seine Frau in den mittleren Jahren, der Mann ist vor ein paar Jahren gestorben und die kriegt eine Nachricht auf Social Media, eine anonyme Nachricht, ob sie denn wisse, dass ihr Mann ein Verhältnis gehabt hätte. Mittlerweile weiß sie das. Das ist auch nicht das, was sie beunruhigt. Sie will auch gleich auf die Nachricht antworten, aber auf eine anonyme Nachricht kann man nicht antworten. Wenn es dabei bliebe, wäre es vielleicht gar nicht so schlimm. Aber sie kriegt weiterhin Nachrichten und nicht nur sie, sondern auch ihre Familie, ihre Kinder, ihre Freunde, ihre Freundinnen. Und da wird lauter Unschönes über sie berichtet. Und das macht sie, die ja selber auch Bloggerin ist und viele Follower hat, das macht sie richtig nervös. Und in diesem Buch sieht man, also man rauscht durch wie ein Krimi. Aber am Ende, muss ich ehrlich sagen, ging es mir so, dass ich dachte, boah, das ist sehr, sehr nachhaltig. Was macht die digitale Kriminalität mit uns oder was kann sie mit uns machen? Und das wird in diesem Buch ganz großartig dargestellt. Das ist ein gesellschaftskritischer Roman und er ist spannend und er ist für Frauen und für Männer und es ist wichtig für unsere heutige Zeit, dass wir uns ein bisschen mit auseinandersetzen. Großartig, Doris Knecht, bitte lesen.